Schützler Marianne aus der Hauptstraße 97 in Pfuhl. Sind da die Computerfachleute? Ja, willkommen Sie bei Windows Support. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin hier gerade beim Internet. Ich wollte Orgelpfeife für den Pfarrer bestellen. Und jetzt ist schon ein Pop-up gekommen, dass ich ein Virus auf dem Computer habe. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe Angst. Ja, Herr, wann haben Sie diese Fehler bekommen? Ah, vor 2 Minuten. Ich die blöde Kiste ausgemacht und gleich bei der angerufen. Ja, okay, bitte machen Sie keine Sorge, ich helfe Ihnen weiter. Ah, so, super. Folgen Sie meine Anleitung, ich checke, was das genau Problem ist auf Ihrem Laptop, okay? Nein, es ist ein Computer. Ja, bitte folgen Sie meine Anleitung. Ja, welche denn? Ja, so sagen Sie mir, haben Sie einen Laptop oder Computer? Nein, Desktop. Ja, so bitte sehen Sie einmal Ihre Tastatur. Welche Taste haben Sie ganz unten links? Steuerung, wie überall. Ja, und daneben? Daneben ist Windows-Taste. Ja, bitte drücken Sie Windows-Taste mit R wie Rudolf. Ah, Windows, ja. Das kann Windows ich machen. Mit R. Beim Pfarrer soll ich auch immer 2 Knöpfe gleichzeitig drücken, da geht er total ab. Ja, jetzt haben Sie eine kleine Fenster von Ausführern bekommen. Ja, das ist ein kleines Fenster, so klein wie das in der Kirche, aber nicht so schön dekoriert. Ja, lesen Sie einmal. Da steht drin, geben Sie den Namen von einem Programm, Ordner, Dokument oder Internetressource ein. Ich habe ja, gar genau. keine Internetressource. Ja, genau. Die rufen mich immer, genau. Ob ich Öl oder Holz kaufen will. Da habe ich aber immer neu gesagt. Ja, so bitte schreiben Sie dort alles klein, 2-mal HHH wie Heinrich. 3-mal? 2-mal. Ja? Leertaste und noch einmal H. Und noch einmal? Ja, das habe ich, also 3H jetzt da drin stehe, ist das richtig? Nein. Na doch, hast du doch gesagt. HH. Leerzeichen HH. Und dann noch einmal. Ja, HH, Leertaste H. Ei, du bist so blöd. Ja, das habe ich reingeschrieben. Ja, klicken Sie auf OK. Jetzt soll ich auf OK drücken? Ja. Nein, das mache ich doch gleich. Ah, was ist das denn? Da ist ein neues Fenster gekommen. Ja, Sie bekommen oben erst eine kleine Fenster von HTML-Hilfe bekommen. Ah ja, das hast du sehr gut erkannt. Machen Sie diese Fenster groß. Aufmachen soll ich das Fenster, es ist viel zu warm draußen. Stinkt ganze Bude groß wieder. Machen. Bitte machen Sie groß. Ich soll groß machen? Nein, ich war heute schon auf dem Lokus. Ich muss gerade nicht. Ja. Sehen Sie ganz oben links, es gibt eine kleine gelbe Fragezeichen. Ja, bei mir leuchten alle möglichen Fragezeichen. Ja, so Herr, haben Sie groß gemacht? Ja, ich habe groß gemacht. Stinkt hier wie Sau. Ja, sehen Sie ganz oben links, es gibt eine kleine gelbe Fragezeichen. Bitte anklicken Sie gelbe Fragezeichen. Ja. Sie bekommen verschiedene Optionen. Es gibt eine Option zu URL springen, ja? Ja, soll ich da drauf drücken? Ja, bitte anklicken Sie zu URL springen. Ja. Sie bekommen eine neue Fenster in die Mitte, richtig? Ja, das ist so kleines Pixel, wenn auch komme. Ja, bitte schreiben Sie in diesem zweiten Layer leichte alles klein 3-mal www. Also 3-mal, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein, ja, doch. 3-mal 3 ist 9. Wenn ich 3-mal www schreiben soll, dann muss ich 9 Ws machen. Kannst du nicht zählen oder was? Bitte folgen Sie meiner Anleitung, Herr. Ja? Schreiben Sie. Ich bin eine Frau. Ja. Ja, okay. Entschuldigung. So bitte schreiben Sie dort alles klein, 3-mal www. Also 3-mal den Buchstabe, ja? Ja, 3-mal. Ja, 3-mal Wasserbüffel habe ich reingeschrieben. Der hat so gern auf den Lapp hauen gerade. Ja? Geben Sie einen Punkt. Ein Punkt oder soll ich das Wort Punkt schreiben? Punkt. Ja? Ja. Habe ich gemacht. Und jetzt? Hallo? Hallo? Ja, was haben Sie geschrieben, Frau?
www. Und dann S wie Sonntag. Sonntag? Ja, S, nur S einmal. Ja, Sonntag ist Uwe Kirch. Ulrich. Uwe Ja. Ulrich. Zweimal P, P, P wie Paula. Also viermal P. Nein, zweimal. Zweimal, ich sag zweimal PP, zweimal zwei ist vier. Zumindest auf unserem Teil Nein. vom Planet. Nein, Ausgeburt nein. der Hölle, du O, P, Elende. P. Und dann O wie Otto. Ja? R wie Rudolf. Ja? T wie Thomas. Thomas? Der Ja. Thomas anders, T. den stellen wir in Friteuse. Einmal T. Ja? Geben Sie einen Punkt. Habe ich gemacht? M wie Martha. Ja? E wie Emil. Emil, Ja, wiederholen Sie bitte. hast so viele Kerl schon gehabt Wiederholen Sie heute? bitte. Da steht www.support.me. Ja, klicken Sie auf OK. Ja. Sie bekommen eine neue Fenster-Support-Verbindung bekommen. Ja. Da steht Gebe Download einen starten, aber sechster. ich kann da gar nicht Ja, ja, ja. draufdrücken. Ja, ich gebe einen sechsstelligen Code. Bitte warten Sie, Frau, ja? Ja, dann mach doch. Warten Sie. So, Frau, bitte schreiben Sie diese Code. Mein Name ist Hitzler, musst du nicht immer Frau zu mir sagen. 2, 2. Hallo? Ja, ich hör zu, musst halt auch schwätzen, du alte Dupp. Ja, zweimal so. Also viermal zwei. Nein, Ah, zweimal. du sagst, wenn du zu mir sagst, ich soll zweimal zwei, zwei schreiben, dann schreibe ich es viermal. Ich wiederhole, okay? Ah ja, gib da So, mal ein bisschen Mühe. 1, 7. Ja. 1, 7, 1, 0. Wiederholen Sie bitte einmal. Ja klar, komm, ich kann ordentlich schwätzen und schreiben. 2, 2, 1, 7, 1, 0. Ja, klicken Sie auf Download starten, nur einmal. Ja, Marie, wird sofort gemacht. Sie bekommen Anmöglichkeit, klicken Sie auf Ausführen. Ja. Klicken Sie nochmal Ausführen. Ach, jetzt warte doch mal. Ja, Da dann wird jetzt klicken Sie nochmal gefragt, Ausführen. ob ich die. Das Ja, Sie verstehe ich jetzt bekommen nicht. eine Option, okay, bitte anklicken Sie auf okay. Da ist ein Schutzschild drauf. Ja. Warten Sie, wenn Sie bekommen, dann klicken Sie, okay? Ja, ich drück drauf. Ja, was haben Sie bekommen, Herr Frau? Da oben steht jetzt auf Techniker, warte. Ja, okay, warten Sie. Bist du der Wenn Techniker? Ja, warten Sie, Ja. Frau, wenn Sie bekommen, dann klicken Sie auf OK. Support-Sitzung mit JHON wurde eingerichtet. Ist dein Name falsch geschrieben? Heißt du Johann? Ja, genau. Klicken Sie auf OK. Ist das dein Name? Warten Sie, Frau, warten Sie. Hitzler ist mein Name. Frau Hitzler, wenn ich das mal ordentlich ausspreche. Ich nicht immer als Frau ausspreche. Hallo? Ja, ich schwätz mir da, du Ja, so alte. Frau, wenn Sie bekommen eine Option, okay, bitte anklicken Sie auf Hab okay. ich doch schon gemacht. Du bist doch schon verbunden mit mir. Jetzt fang halt an. Ich hab mir da ganz Tag Zeit. Da warten noch 30 Ja. andere von mir abgezogen zu wäre. Warten Sie, Frau, ich überprüfe Ihre Computer sofort und ich checke, was das genau Problem ist. Ja, das Ich kann ich das zeige Ihnen sagen. alle Probleme gleich. Bitte machen Sie nicht von Ihrer Seite. So, bitte lassen Sie Ihre Maus nicht. Ich mache alles für Sie. Jetzt ist da noch ein anderer drauf gekommen. Wer ist das? Ja, warten Sie, Frau. Machen Sie nicht von Ihrer Seite. Ich mache alles für Sie. Was? Ich Ich soll keinen checke, was das. Hefeteig machen? Das mache ich aber am liebsten. Warten. Ja. Ich checke, was das genau Problem ist, okay? Ja. Ja, warten Sie. Ja. Wenn Sie erlauben, dann ist es ja weiter.
Warten Sie, Frau, ich checke, was das genau Problem ist, okay? Ja, ich warte. Ja, warten Sie bitte, lassen Sie Ihre Maus nicht. Ich soll die Maus nicht lassen. Wohin denn? Ja, bitte lassen Sie Ihre Maus nicht. Ich mache hier alles für Sie. Ja, das merke ich. Kannst froh sein, dass du ohne Hilfe atmen kannst. Ja, ich checke, was das genau Problem ist. Ja, wo hast denn du Deutsch gelernt? Goethe-Institut. Jetzt schwätzt sie wieder nicht mit mir. Warten Sie, Frau, warten Sie. Ah, Jesus Gott, was haben die gemacht mit dir, als klein warst? Hast zu viel Matsch gefressen. Ja, so, Frau, Ja. warten Sie. Ich checke von meiner Seite, was ist die genau Problem ist auf Ihrem Laptop. So, das ist Ihr Benutzername, richtig? Wer? Ja, es ist mein Mann. Holger. Der Holger, Ja? das ist mein Mann. Okay, kein Problem. Ich checke, was ist die genau Problem ist auf Ihrem Laptop, Das heißt, okay? es ist ein Computer. Ja, jetzt ist mache eine kleine Microsoft-Scannung, damit ich sehe, wie viele Trojaner haben Sie denn auf Ihrem Gerät. Guck mal, ich Nennen Sie zeig dir, einmal Ihr. halt mit Schnauz, guck mal, wenn mich schon verarschen willst, das Wort heißt Trojaner, da musst du das R noch dahinter schreiben. Guck mal, da machst du das Lesen Sie. so, 80 Trojaner gefunden. Und Ja, ein ja. Hase auch. Jetzt wird's gefährlich, den Hase musst du entfernen, die Trojaner können bleiben. Ich esse gern Griechisch. Lesen Sie einmal hier. Ah, du schnallst ja gar nichts, du bist ja ein perfekter Gesprächspartner, das sag ich ihm, Pfarrer, du wirst heilig gesprochen. 80 Trojaner. Ja. Und was steht da noch? Ich checke noch weiter, ich checke Dienste, was ist die genau Problem auf Ihrem Dienst, okay? Ah, das gibt's ja nicht. So, lesen Sie einmal Ihre Dienste, Ihre Status einmal sehen Sie, beendet. Ja, dann machen wir es halt Ihre wieder Notiz, an. ja, beendet, sehen Sie einmal. So, Frau, sagen Sie bitte, wie haben Sie dieses Problem bekommen? Waren Sie bei der Pornoseite, oder? Ah ja, aber ich zeig dir, mach das nochmal auf. Wo ist das noch? Ja, es kann so sein, diese Seite waren eine unsichere Seite, deshalb haben Sie automatisch Trojaner oder Viren bekommen. Ja, aber warte mal, ich kann nochmal sortieren. Ja, lesen Sie ein. Defragmentierung, wir können, das ist ja klar, guck mal, wenn ich da drauf drücke, ist es wieder an. Wir können ja mal defragmentieren, vielleicht hilft es ja. Guck mal. Was machen Sie, Frau? Ich Was de machen du Sie? hast gesagt, ich soll die Dienste wieder anschmeißen. Guck mal, da steht defragmentieren, beendet. Dann habe ich es wieder angemacht. Das ist das Problem. Ihre alle Status beendet. Ha ja, dann machst du wieder an, du alte Hure. Was machen Sie? Bitte lassen Sie Ihre Maus nicht, okay? Warum nicht? Ich checke Ihr Netzwerk. Was ist das genaue Problem auf Ihrem Netzwerk? Das Problem ist dein Lesen Sie Gesicht, das einmal. hässliche, das hast du über den Marktplatz gezogen. Lesen Sie einmal aktive Verbindung. Lokale Adresse, das ist die IP-Adresse von Deutschland. Aber wenn Sie hier die Remote-Adresse sehen, da sind die fremden Leute, IP-Adresse, Sie kennen diese Leute gar nicht. Doch! Sehen Sie hier die Warte mal, Status, jetzt zeigt er das hier! hergestellt, Der da verrichtet. unten! Halt mal das Maul! Der da unten! Das ist mein Bums-Club aus Hamburg! Das ist der Roland! Das ist die Abkürzung! Das ist der Wirt von meiner Kneipe! Und das ist aus Unna, die Universität! Das ist auch in Ordnung! Da habe ich kein Problem! Ja, so, Frau, lesen Sie einmal den Status hergestellt. Ja! Ah, guck mal, da steht keine Hacker auf dem PC. Da bin ich doch in Sicherheit. Ja, so, Frau, das ist die Problem auf Ihrem Laptop. Ja, So, aber ich da sage Ihnen, steht, was, guck mal, da ja, unten ich steht sage doch Ihnen. keine Hacker. Kann ich nicht sagen, dass da ein Problem ist. Frau, das ist die Problem auf Ihrem Laptop. Ich sage Ihnen, was Sie machen sollen, Ah, bist okay? du blöd. Hast du irgendwen, der dir Kurbel hin und her treibt? Du kannst unmöglich allein lebensfähig sein, so blöd wie du bist. Wie kann ich Ihnen helfen? Sagen Sie mir. Reparier der Computer, du unnützes Stück!
Warum haben Sie angerufen? Damit du da Computer reparierst. Der Computer hat ein Virus. So, lesen, bitte folgen Sie nur meiner Anleitung. Ich checke, was das genau Problem ist. Das hast du Ich jetzt schon sage Ihnen zehnmal was. gesagt, hast noch überhaupt nichts gemacht. Das Ja, wir Defragmentierer hast du auch haben. wieder ausgemacht. Ja, lesen Sie einmal. Du bist ein Warten Sie. Kriminell. Was soll ich lesen? Da steht doch gar nichts. Aber bist du blöd? Frau, lesen Sie einmal, das ist die Problem auf Ihrem Laptop. Microsoft-Dienste sind beendet. Fehler und Warnung. Virus sind auf Ihrem Gerät. Keine Network-Sicherheit auf Ihrem Gerät. Wir brauchen halbe Stunde auf Ihrem Computer zu arbeiten. Verstehen Sie? Ah ja, dann komm rüber. Da hab ich einen schönen Ja, wir machen. Ohressessel, da kannst du die neu fläzen, du alter Bock. Da kommst du mal von deinem Holzstuhl runter. Wir brauchen halbe Stunde auf Ihrem Computer zu arbeiten. Du brauchst Wir eine machen halbe diese Stunde Arbeit. Lobotomie, dass man die wieder auf die Menschheit loslassen kann. Was ist denn los bei dir? Dann mach hin, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Da wollen noch 30 andere von mir verarscht werden. Wollen Sie Hilfe, ja oder nein? Ah ja, klar. Sollst du mal helfen? Alte Hur, du Elende! So, warten Sie, ich sage Ihnen, was Sie machen sollen, okay? Ja, sag mal, was ich machen soll. Weißt doch selber nicht mehr, was du machst. Wir brauchen nur eine halbe Stunde auf Ihrem Computer zu arbeiten. Ja, das ist gut. Wir installieren neue Windows-Dienste, neue Windows-Treiber auf Ihrem Gerät. Wir installieren eine Internet-Security, Network-Security auf Ihrem Gerät. Wir installieren eine Firewall-Sicherheit. Lesen Sie einmal Firewall-Sicherheit. Weiß nicht, was willst du von mir? Warten Sie. Ich sage Ihnen, ja, warten Sie. Diese Firewall-Sicherheit blockiert fremde Leute. Virus auf Ihrem Computer schon reinkommen. Wir haben schon gesehen, viele fremde Leute schon sind auf Ihrem Gerät. Ah nein, ich kenne die doch Verstehen alle. Sie? Ich habe da doch gesagt, dass ich die alle kenne. Das eine ist mein Bumskumpel, das andere ist der Pfarrer. Und der Ja, andere ist der Wirt von der Kneipe. wir haben zwei Möglichkeiten für Sie, 1 Jahr oder 3 Jahre. So, das ist total Ihre Wünsche. Welche Möglichkeiten wollen Sie, 1 Jahr oder 3 Jahre? Ich Sagen Sie mir, Frau. habe auch zwei Möglichkeiten für dich. Das erste ist Geständnis, Jugendstrafe und anschließend in die Forensik. Das zweite ist verleugne, dass du kriminell bist. Dann kommt's SEK und dann kommst du gleich in Festungshaft und hinterher Sicherheitsverwahrung. Und drittens, zieh dich über der Marktplatz an deine dreckige Haar. Das kannst du aussuchen, du alte Hure, du Blöde. Hast du das verstanden? Da habe ich ein D Was machen vergessen. Sie? Das sind deine Optionen, die du jetzt hast. Kommst du in der Knast? Was machen Sie, Frau? Ich? Ich mache das Was Leben zur machen Sie? Hölle? Wirst niedergemetzelt? Kommen wir dich alle holen. Schlechtes Karma, was du da machst. Okay, warten Sie nur 10 Minuten, okay? 10 Minuten brauchst du Warten. so lange, um das bei Google zu Nur, nur, kopieren. nur, nur, nur 2 Minuten, okay? Nur zwei Ah, guck mal, Minuten. so verhandelt man in Indien. Da hast du einfach mal Schrei und schon hast du 10 aus 2 Wochen. Nur 2 Minuten warten Sie, Frau. Nur 2 Minuten. Auf was soll ich denn warten? Klüger wirst du nicht mehr heute. Warten Sie. Du bist ein Roboter, kann das sein? Was ein ganz alter aus irgendeinem Film. Was haben die nur gemacht mit dir, als du klein warst? Steine gefressen. Sind da in der Schädel reingewandert, du blöder Bock. So was Blödes wie dich habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Wollen Sie unsere Hilfe, ja oder nein? Ah ja? So repariert der Computer, du alte Hur. Welche Hilfe wollen Sie? Welche Hilfe wollen Sie? Sagen Sie mir. Die da!
Weil sie. Drei Jahre! Kannst nicht mal gucken, hast kein Auge im Schädel, du blöder Bock! Ja, wenn Sie gehen mit dreijähriger Schule, dann Sie bekommen lebenslang Schule. Verstehen Sie? 3 Jahre ist lebenslang bei euch! Ja. Das lebenslang, das auf dich wartet, das geht aber wirklich bis zum Ende, das verspreche ich da. So, Frau, da Sie gekostet, wollen Sie ja oder nein? Gar ah ja? Was? Das zahle ich. Ist das in Ordnung? Ja, ja, Frau, ja. 399 Rupie, die kannst du von mir haben. 399 Euro. Nee, Rupien. Kannst du das Wort nicht mal schreiben, ne? Lesen Sie. Du hast nur eine Elo von 399. Ah, kommst nie aus der Brausehölle raus. So wird es nix. Musst Jungle spielen, dann klappt es. Aber sag nicht dem Vater, dass sie Glücksspiel macht. Der schmeißt mich hinaus. Ist exkommuniziert, wenn er das mitkriegt. Was machen wir, Frau? Ich verarsch dich seit einer halben Stunde. Du bemerkst ja gar nichts. Du bist so blöd. Wo hast wollen du? Sie ja, oder, ja? Sie ja oder nein? Wo hast du Deutsch gelernt? Erzähl mal. Ja, ich bin Technikerin von Windows. Ah, erzähl mal doch nichts. Kannst Sie dreijährige Schuh? Du kannst doch nicht mal allein Schuh binden und willst andere Leute Computer reparieren. Du hast doch nicht mal einen Führerschein für den Deo-Roller. Ah, sowas Kriminelles wie dich habe ich ja noch nie gesehen. Kommst du in der Knast und in die Forensik? Das gibt's ja nicht. Okay, kein Problem. Tschüss. Ich zeig dir das mal, was? Ich schreib da noch was. Komm hier, einzige Möglichkeit, die du noch hast. Was? Nein, mach das ordentlich. Da, das bist du. Ben Schutt. Terry Market Schutt. Ben Calore. Schlag die tot! Indische Betrügerbande! Ah, Kriminelle, jetzt gibt's da Mauskampf! Bitte lassen Sie die Maus frei, sonst sag ich es dem Pfarrer! Der holt der Exorzist nach! Der Computer ist verflucht, da ist der Teufel drin! Diese Mistfiguren! Mal ein bisschen Werbung für die englischsprachigen Leute, die die Betrüger immer verarschen. DVA und Kid Boga. Können wir noch ein bisschen größer machen hier. Oh, jetzt ist er raus. Das letzte hat er nicht mehr gesehen. Egal, ein Mist viel weniger.